Wir planen sozusagen anhand einer Schutzgutliste verschiedene Naturschutzprojekte, verschiedene Artenschutzprojekte, Biotopschutz. Und da bin ich hier zuständig für den Landkreis Leipzig und sitze jetzt hier in Bennewitz seit 2 Jahren. Und wir suchen dann Umsetzungspartner, die, nachdem das bewilligt ist, diese Maßnahmen direkt in der Fläche umsetzen. Wir sind jetzt hier im Naturschutzgebiet Rohrbacher Teiche. Und da geht es in erster Linie darum, dass man hier überhaupt das mal aufnimmt, was ist hier eigentlich an schützenswerten Arten, was kommt hier vor. Und auch an Habitaten und an Biotopen. Und unter anderem sind hier die letzten Vorkommen des Kammmolches. Das sind sozusagen die ersten Projekte, die wir jetzt beantragt haben. Und da geht es, naja, das Wetter jetzt gerade sozusagen ist das Gegenteil von dem, was der Kammmolch jetzt gerade gerne hätte. Die letzten Tage waren recht sonnig und jetzt April, Mai geht es los, dass die Amphibien noch laichen und der Kammmolch auch. Und wir brauchen dazu Gewässer. Freie Gewässer, temporäre Gewässer, die auch mal besonnt sind. Und die gibt es hier so in der Form nicht mehr, aber wir können die wieder herstellen. Das funktioniert wunderbar, die Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde und auch zum Teil mit den Leuten, die hier vor Ort sind. Und ganz wichtig ist halt, ich habe es gerade schon mal gesagt, irgendwie, dass diese Flächen langfristig auch einer Nutzung zugeführt werden. Weil solange oder wenn sowas nicht genutzt wird, dann stehen wir sozusagen in 10 Jahren vor demselben Problem, dass wieder alles zugewachsen ist. Und das ist halt auch so ein Thema. Es geht halt auch um Nachhaltigkeit, um langfristige Nutzung. Wie kann man sozusagen solche Flächen auch einbinden, beispielsweise mit einem Landwirt hier vor Ort, dass er innerhalb seiner Arbeit oder sozusagen so wie er die Flächen nutzt, auch so eine Flächen mit betreut. Und das ist auch Teil der Arbeit, da zu verbinden und da Vertrauen zu schaffen und ganz einfach zu erklären, worum es geht. So ein bisschen neben den Artenschutzgedanken geht es ja auch darum, zu informieren. Es geht schon darum, darauf hinzuweisen, was vielleicht auch in Stadtnähe eigentlich für Kleinode existieren und das auch ein bisschen den Leuten nahezubringen. Hier ist ja nicht nur der Kammmolch. Es ist ja so, dass diese Lebensräume oder diese Teillebensräume, die sind ja für viele andere Arten dann auch ein Lebensraum. Und das ist ja eigentlich immer das Ziel. Das funktioniert ja auch meistens so, dass wenn man sozusagen für so eine Schirmart was Gutes tut irgendwie, dann zieht das natürlich ganz viele Vorteile auch für andere Arten nach sich. Weil wenn man für eine Art was macht, dann macht man grundsätzlich auch für viele anderen was. Den und den belassen und den Teil weg. Den und den belassen und den weg. So nah wie möglich hier dann tatsächlich. Oder so. Wir, Leipzig Grün mit den Obstgenossen, sind heute hier in bunten Gärten zu Gast. Das zu Gast heißt, wir machen einen Workshop zum Thema Baumpflege. Das müssen wir hier abschneiden, ne? Leipzig Grün ist vor 10 Jahren gestartet als Netzwerk für Stadtnatur und Landschaftskultur. Und seit 2 Jahren sind wir Landschaftspflegeverband und kümmern uns um eine nachhaltige Landnutzung. Nachhaltige Landnutzung ist ganz breit aufgestellt, aber es ist immer irgendwas Konkretes. Und das Konkrete sind zum Beispiel die Obstgenossen als Interessengemeinschaft für Streuobst. Das sind die Koordinationen von Gemeinschaftsgärten zum Thema essbare Stadt oder das sind Umweltbildungsmaßnahmen. Das sind dann zum Beispiel, dass wir im Plagwitz auf dem Bürgerbahnhof einen Schaugarten haben als Bildungsgarten Streuobst. Und ab nächsten Jahr, das haben wir dieses Jahr aufgebaut, beginnen wir in Belgershain, in der alten Gärtnerei, eine alte Streuobstwiese zu einem Bildungsgarten umzubauen. In der Regel machen wir das gemeinsam mit Gemeinschaftsgärten, unterstützen Initiativen vor Ort, was Anpflanzungen sind, Pflanzplanung, aber auch reine Workshops zum Verarbeiten oder initiieren Workshops zur Produktentwicklung. Die bunten Gärten ist ein interkultureller Garten, der sozusagen 4 Kleingartenparzellen zusammengelegt hat als ganz klassischer Gemeinschaftsgarten. Wir haben hier hinten noch was ganz Interessantes, solche kleinen gelben Beller und das sind Scheinquitten. Und Scheinquitten sind die Zitronen des Nordens, die kann man dann abmachen und die riechen auch sehr schön. Und wie Quitten, bloß Mini, lassen sich verarbeiten
und geben ein ganz fruchtig-zitronische Marmelade ab. Ich kann Vogelbeere essen, ich kann Scheinquitte essen, es gibt Felsenbirne, es gibt fantastisch fast zu jeder Jahreszeit ein Obst. Und selbst im Winter kann ich eine marzipanische Mispelmarmelade machen. Das ist die reinste Weihnachtsfrucht. Das Einfachste, was man machen kann, ist der Natur seinen Lauf zu lassen. Und das haben wir hier zusammen mit anderen Partnern vor ein paar Jahren mal ja, als so eine Art Modellversuch oder so eine Art Projekt mal versucht, hier gemeinsam zu machen. Also hier an Ort und Stelle sind ganz wenige Sachen hier zugekauft worden. Das meiste, was hier genutzt worden ist, das ist hier von vor Ort genutzt worden und das funktioniert eigentlich überall. Zumindest da, wo man noch Vegetation vorfindet. Und das versuchen wir gerade in der Region weiter zu verbreiten. Und das wird gut angenommen. Dem nächsten Schritt wird man dann gucken, sozusagen, dass man die Landwirte mit einbinden kann, dass man ihre Flächen auch jenseits des Gewässerlaufes mit einbindet und dort vielleicht auch noch zusätzliche Möglichkeiten gibt in der Wertschöpfung. Stichwort Agroforstsysteme, dass man die Gewässerränder noch mehr aufwertet und somit auch die Wasserrahmenrichtlinie erfüllen kann, ist es eben natürlich auch wieder ein natürliches Gewässer. Also das ist ja auf den ersten Blick erkennbar. Und der große Vorteil ist natürlich auch für diejenigen, die unterhaltungspflichtig sind, dass du an so einem Gewässer, was dann so ausgeprägt ist, viel weniger machen musst, als an so einem ausgeräumten, begradigten Gewässer, wo keine Vegetation dran ist, was besonnt ist, wo was zuwächst sozusagen, wo du jedes Jahr wieder raus musst. Das kostet Manpower, das kostet Geld, du musst da raus, du musst das ausbaggern. Und sobald sich da so ein natürlicher Zustand einstellt, sobald das beschattet ist, sieht er ja, ich meine, gut, das geht doch erst los sozusagen, ist da Bewegung drin, da ist Struktur drin, da ist Beschattung drin, da sind ganz viele differenzierte Stellen. Und das wird hier nicht zuwachsen. Das heißt, du kannst hier als Bauhof oder als Kommunale oder als Kommune sozusagen, hat man hier eigentlich nicht viel zu tun. Da gibt es viele Beispiele von Landwirten, die wirklich Lust haben, was zu machen. Ja, die sozusagen der Fläche, von der sie leben, was zurückgeben wollen. Und die dann gerne tatsächlich auch mal fragen, irgendwie so, was können wir hier machen? Gibt es da eine Förderung? Wir wollen Bäume pflanzen, wir wollen Hecken pflanzen. Und das ist eine schöne Sache, also wenn man mit solchen Leuten zu tun hat. Eigentlich alles das, was wir machen, musst du eigentlich genauso viel Zeit mit einplanen, den Leuten zu reden und Umweltbildung zu machen. Und das macht wirklich Spaß. Das steht und fällt mit den Akteuren, was sie sich zutrauen und wie bereit die sind, eigentlich nach vorne zu gehen. Und das ist, was sicherlich innerhalb dieses Projektes wertvoll, ohne die drei Bürgermeister hier im Mordsterland oder vier Bürgermeister mit auch Wurzeln dabei, so nicht möglich gewesen wäre. Wir befinden uns auf einer städtischen, fast Streuobstwiese. Ich pflege solche Obstgehölze, ich gebe solche Workshops, weil ich als Gärtner beides sehr, sehr sinnvoll finde. Zum einen die Freude an dem Baum, an der Natur, als auch an der Nutzung desgleichen. Wenn ich jetzt weiter pflegen kann, den Baum, dann wird er in 10, 15 Jahren wirklich in den Ertrag kommen und dann könnte hier locker 50, 60, meinetwegen sogar 100 Kilo Apfelbirne dergleichen zu handeln sein. Und das denke ich ist schon, das meine ich mit wertvoll, es ist ein wertvoller Beitrag, um die Stadt auch zu ermächtigen, sich selbst ein Stück weit zumindest zu ernähren. Und das ist eigentlich der Schlüssel von Landschaftspflegeverbänden, dass wir sagen, wir können mit denen, die die Landschaft nutzen, nur etwas zusammen machen. Das Beste ist natürlich, dass wir uns alle gucken, was kann ich eigentlich nutzen und dass man halt auch insektenfreundlich gärtnern kann, selber in seinen Vorgarten etwas anlegen kann. Und man könnte jetzt hier durch den Garten gehen und man findet hier ganz bestimmt noch einige Sachen, die man essen kann. Das Gute ist aber auch, je öfter sozusagen sowas auch funktioniert, desto mehr kannst du auch Beispiele bringen und kannst zum nächsten Landwirt gehen und kannst sagen, na, guck mal, hat doch prima funktioniert, geht bei dir auch. Und deswegen bin ich halt gerne unterwegs, so wie wir heute Morgen, dass wir ganz einfach sagen, es gibt Stellen, wo du das zeigen musst. Mein Wunsch ist es tatsächlich, dass wir weiter vorankommen, dass wir mehr Leute finden, die wir als Unterstützer an uns binden können, dass wir Mitglieder finden, die Lust haben, einfach mit uns gemeinsam was zu machen. Es geht eben nicht nur darum, stur Naturschutz zu machen, sondern wir haben uns als Stadt-Umland-Landschaftspflegeverband eigentlich alle Themen offen gelassen, dass wir innerhalb der Landschaft oder in der Kulturlandschaft einfach wirken und erhalten können. Leute, hier rundherum ist eigentlich so viel, so schön, das kennt ihr jetzt alles mit Sicherheit nicht. Und ehe wir das jetzt irgendwo reinschreiben oder so, dann lasst uns doch gemeinsam mal losgehen oder wir drehen einen Film, so wie ihr,
oder machen einen kleinen Beitrag und lasst uns einfach mal gucken, wie schön das eigentlich hier rundherum ist. Und es wäre schön, wenn das so bleibt. Und damit das so schön bleiben kann, müssen wir was machen.